und erledigen. Amerika wird euch holen. Unnötig, General. Wir kommen freiwillig. Laut Auftrag keine Waffen. Nicht während dieser Nummer. Wen interessiert's? General McGowan? Doch. Damit du dich nicht fürchtest. Ein kleines Souvenir aus Indonesien. Danke, Vic. Aber wenn ich ein Karambit für die Luftaufklärung brauche, haben wir zwar ein Problem. Steck ein. Wo bleibt Charlie mit dem Satellitentelefon? Hey, sorry. Ich habe das Schätzchen hier noch ein klein wenig modifiziert. Ist so eingestellt, dass die Basis nichts hört. Und warum? Na, weil das Militär gern schnüffelt. Dafür liebe ich dich, Kleiner. Sam. Abrücken. Upload. Sind drin. Männer, ihr König. Es geht los. Bauer bereit. Läufer bereit. Springer bereit. Turm bereit. Königin bereit. Ist noch was? Sag Sarah, dass ich für ein paar Tage offline bin. Sarah, die ist noch Single, oder? Nein, das heißt sicher nein. Hör auf, die Basis zu hacken. Wir sind hier Gäste. Aber die machen es mir so leicht. Video übertragen. Ich hab's. Codes für Bunkeranlage F, Gültigkeit 40 Tage. Lass ihn. Signale stören und abrücken. Jetzt ist die Blacklist aktiv. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis. Bitte kommen. Schrott gekauft? Das Funkgerät ist klasse. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis für Hubschrauber Landeplatz Alpha 9. Ach, egal, wir hängen. Scheiß auf die Vorschriften. Du musst danach voll dringend zu McGowans Pokerpartie. Was denkst du, wovon ich die Mühle hier bezahle? Lass ihn. Team Bravo, melden. Bravo, bereit. Los. Ach du Scheiße! Mayday, Mayday, Paladin Zero Two, wir schmieren ab! Festhalten! Und damit herzlich willkommen beim TSA Let's Try. Sind wir auf der Basis? Wir sind direkt am Außenbereich. Schwing den Hintern. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Ja. Hilf mir, ich sitz fest. Das Satellitentelefon. Ja. Scheiße, was ist da los? Alles okay? Sind abgestürzt, aber uns geht's gut. Das Munitionsdepot hat's wohl erwischt. Wo steckst du? Ich versteck mich mit meinem Laptop unter einem LKW. Alle Funkfrequenzen sind ausgefallen. Muss ein Störsender sein. Nordwestlich von euch. Bitte kommen. Okay, bleib, wo du bist. Wir finden den Sender. Komm schon! Wette, die Schweinehunde benutzen unsere Störsender. Ja.
Wie kommst du darauf? Wird's genauso machen. Ja. Sei wachsam, Sam. So, tja, und da sind wir selber am Spielen. Tja, wir haben uns ja länger nicht gemeldet, nichts mehr veröffentlicht. Wir haben es mit Profis zu tun und sind nicht einmal bewaffnet. Aber nun ist es wieder soweit mit Splinter Cell Blacklist von Ubisoft. Scheiße, das war kein Mörser. Klang nach Katjuschas. Wo wir jetzt mal die Tutorial-Mission durchspielen. Mit dabei meine neue Maschine, mein neuer Rechner, neue Grafikkarte, um direkt mal zu testen, was die so leistet. Heute bin ich auch alleine, kein Christian da. Gib mir mal einen Schubs. Ja, Splinter Cell habe ich noch nie gespielt. Das erste Mal, dass ich da ein Spiel dieser Reihe spiele. Deswegen ist es ein bisschen umständlich für mich, mich an die Steuerung zu gewöhnen. Das fand ich jetzt aber schon ganz gut von der Hand geht. Hat einen Unteroffizier erwischt. Sie bringen ihn her. Gut. Ja, wir wählen hier die tödliche Version aus. Ja, klein. Die müssen den Unteroffizier herstellen. Wer so böse in unserem Lager rummacht, der hat auch nichts Besseres verdient. Er verblutet. Solange der Funk gestört wird, können wir keine Hilfe anfordern. Ich stabilisiere ihn. Viel Glück. Aufgenommen ist das alles mit Shadowplay. Eine Technologie, die Nvidia ihren neuen Grafikkarten spendiert hat. Mit der man ohne Verluste, Performance-Verluste, Videos aufzeichnen kann. Ja, normalerweise ist hier Schleichen angesagt. Deswegen switchen wir mal das Licht aus. Und nach switchen wir auch die Besatzung aus. Da wir geschossen haben, gehört zum einen die Aufmerksamkeit mit uns. Den haben wir gerade noch bekommen. Ja, sehr gut. So, ein zweiter Versuch. Hoffentlich machen wir es besser. Auf Deckung scheißen wir jetzt erstmal einmal durch bis zur Action. Ein Ausbilder müsste er
erschossen werden. Wir wollen maximalen Schaden. Eine hübsche Spezialeffekte. Gut, dann machen wir es auf deine Weise. Oh, 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 oh. Willst du dich selbst in die Luft jagen? Was soll ich denn machen? Bring sie da und da. Ja, Sir. Danke, Sir. Ja, wir haben gelernt, Schießen ist nicht so gut, weil sonst alle auf einmal auf uns aufmerksam werden. Aber trotzdem machen wir es nochmal. Nochmal nachladen. Ich glaube, fast hier liegt schon alles. Das Ding abschaltet? Arbeite daran. Wie geht's ihm? Frag nicht. Charlie, wir sind da. Okay, okay. Ihr müsst die Steuerspannung des Oszillators abschalten und so das Störsignal unterbrechen. Stillhalten, ja? Ja, glücklich. Nicht reden, okay? Charlie, reicht da nicht irgendein Schalter? Ist da ein blauer Knopf? Ja. Drück ihn. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Könnt Blacklist nicht stoppen. Sender ist Ausweg. Ihr stoppt die Blacklist nicht. Die Nachricht über einen Großangriff auf den US-Militärstützpunkt auf der Insel Guam. Der verheerendste Angriff auf eine US-Basis seit Pearl Harbor. Eine Gruppe namens Engineers übernahm die Verantwortung. Hat ein Internetvideo mit abschreckenden Aufnahmen des Angriffs veröffentlicht, um ihre Forderungen zu stellen. Sie nennen diese Attacken Blacklist. Die Blacklist. Die Blacklist. Amerika, ihr steht Blacklist. Alle 7 Tage ein neuer Angriff. Wir haben eine Forderung. Ihr habt Soldaten in 153 Ländern. Bringt eure Truppen nach Hause. Sofort. Oder wir werden euch angreifen. Jede Woche. Wir werden nicht verhandeln. Ihr werdet die Blacklist nicht aufhalten. Ihr habt 7 Tage bis zum nächsten Angriff. Ihr habt die Wahl. Wie sind die Engineers? Ja. Wie ist die Lage? Paladin One und das Fourth Echelon-Team wurden aktiviert. Aber wir finden Mr. Fisher nicht. Sein Freund stirbt vielleicht. Finden Sie Victor Kost, dann finden Sie Sam. Hunderte von Toten in Guam. Ein Countdown für weitere Angriffe auf Amerika.
Die ganze Welt verlangt nach Antworten, Mr. Fisher, und ich habe keine. Das Fourth Echelon wird sie finden müssen, doch das geht nur mit einem Anführer. Hört durch, Vic. Einer von Vicks Männern ist dabei und keine Fragen. Sie kriegen Charlie Cole. Und Graham Stottier hat einen der besten CIA-Agenten für die Missionsunterstützung angeheuert. Isaac Briggs. Und Graham ist raus. Sie wollte auch nicht, dass Sie an der Mission teilnehmen. Tut mir leid, Sam, daraus wird nichts. Niemand arbeitet besser mit Ihnen, als Sie es tut. Willkommen im Fourth Echelon, Mr. Fisher. So, das Tutorial ist abgeschlossen, glaube ich. Ziemlich cool, oder? Fliegst du zum ersten Mal? Nein? Irgendwas Neues zur Struktur der Engineers? Noch nicht. Briggs und unsere Leute suchen nach möglichen Verbindungen. Was ist mit den Namen? Amerikas Freiheit, Amerikas Blut. Mögliche Anschläge. Alle mit Countdown. Wir haben 5 Tage bis Amerikas Konsum? Und die Zeit läuft. Die Analysen zu den möglichen Anschlagszielen laufen bereits. Ich erkläre dir den Flugzeugaufbau. Prototyp, Militärtransporter. Und zwar voller Modifikationen. Waffenkammer, Sanitätsstation, Gefängniszelle, es bietet alles, was du auch am Boden hast. Aber völlig mobil, wie in der guten alten Zeit. Problem mit Briggs? Mein subdermales Funkgerät wurde eingesetzt, vermutlich mit einem Hammer. Neben dem Baby sieht Air Force One wie ein Papierflugzeug aus, Sam. Willst du über Verbesserungen sprechen? Nein, erklär erst mal alles. Nachrichten- und Internetdatengewinnung, Prognosesoftware, Foto- und Videoforensik. Außerdem noch verdeckter Zugriff auf ausländische Aufklärungssysteme und die Gesichtserkennung von CIA, NSA, DCS und FBI. Alles in Echtzeit. Ist es das, mit dem du so angibst? Das SMI? Strategic Mission Interface. Wir haben deutliche Verbesserungen an Charlies Ursprungsmodell durchgeführt. Er wird es dir erklären. Das Beste ist, du kannst alles steuern, und zwar von hier oder über dein Opset, wenn du im Einsatz bist. Beeindruckend. Okay, melde dich, wenn du was willst. Ich muss mich um meine Bude kümmern. Danke, Charlie. Gut. Ja. Okay, wir sind wieder am Steuern und können jetzt wieder selbstständig laufen. Wie ist die Stimmung draußen? Keine besonderen Vorkommnisse. Mhm. Ist Sam, Misten? Sam. Grim? Hör zu, Sam. Wir haben viel Arbeit vor uns. Vielleicht sollten wir uns aussprechen. Vorbei ist vorbei. Das Wie du sagtest, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Halt mich auf dem Laufenden. Wir haben eben was von einem Kontakt in Benghazi reinbekommen. Wir sprechen uns später. Okay. Da ist noch viel Story. Ist das bestätigt? Da müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal alles ansprechen. Aber ich denke mal, schauen uns noch ein Stück um hier. Und dann beenden wir mal die Folge. Für das Erste. Oh. Schöner großer Kofferraum. Spannend hier. Joggen wir mal Richtung Front. Auch blöd, immer wieder neu den Code einzugeben. Schönes großes Flugzeug, das auf jeden Fall sieht eher aus wie ein Flugzeugträger. Verdammt! Verdammt! Hast du die Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, Moment! Ah! Au! Hey Sam, ich bin hier so gut wie fertig. Ich muss nur noch ein paar Komponenten übertakten und checken, ob meine Materialanforderung von Ihrer Majestät genehmigt wurde. Melde dich, wenn es Probleme gibt. Okay. Hübsch! Coole Werkstatt, was? Damit werde ich eine Menge Reparaturen selbst ausführen können und mit den richtigen Ersatzteilen und etwas Barem
kann ich krasse Modifikationen deiner Ausrüstung testen. Klingt, als sei ich in besten Händen. Zweifellos. Hey, soll ich schon was besorgen? Ja, dir vielleicht einen Schutzhelm. Ja, danke. So, mit diesem Joke steigen wir dann auch aus. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Hab Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.